Aber bevor wir anfangen, vielleicht ganz kurz mal schauen. Hat noch jemand einen Platz neben sich frei? Irgendjemand mal kurz die Hand heben? Jemand frei? Na, alles besetzt? Nee. Okay. Herzlich willkommen. Ja. Kurze Vorrede. Ich habe mal zusammengefasst oder versucht zusammenzufassen, was mir alles dazu einfällt, zu diesem ganzen Thema. Und es ist lang geworden. So lang, dass ich mir nicht traue, in 3-4 Stunden fertig zu werden. Aber es gibt 40 Minuten. Mein Professor hat immer gesagt, man kann über alles reden, aber nicht über 40 Minuten. Das versuche ich wieder mal einzuhalten und ich weiß, dass es nicht gelingen wird. Deswegen fasse ich mich kurz. Es gibt viel zu zeigen, viel zu viele Programme zu zeigen und das können wir gar nicht machen. Ich habe zwei Sachen ausgewählt, ich werde hoffen, dass sie funktionieren. Es soll später weitergehen, deswegen ein Vorabweis auf den Dienstagabend im Realraum hier, Jakoministraße 16. Dort wollen wir dann gegenseitig uns was zeigen, was es alles gibt, schöne Programme, nützliche Tools und so weiter. Vielleicht können wir alles das ausarbeiten, was hier eigentlich fehlen wird. Ich hoffe, ihr seid nicht so enttäuscht, dass ich nicht euch alle die Sachen zeige, die ich gerne zeigen möchte. Gut, jetzt versuche ich hier mal durchzurennen. Dazu brauche ich meinen Spickzettel. Und ich habe versucht, Folien zu machen, aber das dauert auch so lange. Und deswegen, weil ich es einfach mag, schaue ich ab. Und vielleicht setze ich mich auch irgendwo erstmal hin. Gut, fangen wir an. Generell habe ich mich darüber gefreut, irgendwann mal einen Einzelplatzrechner zu haben. Yay, mein eigener Computer. Ich renne nicht mehr in die Uni und mache mein Zeug dort und muss die Daten dort bearbeiten und zu Hause denke ich nach und weiß nicht, was ich tun soll. Mein Einzelplatzrechner. Toll, ich habe meine Programme, ich kann meine Dinge tun und dann stelle ich fest, ohne das Internet, ohne das Netz, ist alles total langweilig. Natürlich möchte ich Dinge nachgucken, googeln und so weiter, auf die Webseiten zugreifen, aber okay, das ist ein Problem. Aber das andere Problem ist eigentlich, irgendwann stellt man fest, man ist eben nicht ein Einzelkämpfer. Man muss irgendwann mal mit den Leuten zusammenarbeiten, man muss sich austauschen, muss die Daten weitergeben und nicht jedes Mal vielleicht die ganzen Daten, sondern nur die Änderungen. Aber wo lernt man das? Jedenfalls nicht in der Uni. Und deswegen gibt es diese Veranstaltung und deswegen müssen wir das jetzt hier lernen. Aber ich hoffe natürlich, dass das irgendwann mal aufgenommen wird und mal beigebracht wird. Also, wie macht man das eigentlich? Zusammenarbeit, wie geht das eigentlich? Ein paar von den Veranstaltungen, können wir das überhaupt nicht sehen? Geht das? Ja? Zusammenarbeit lernt man in sehr wenigen Veranstaltungen. Natürlich, man kommt an die Uni oder FH oder was auch immer und es wird von einem erwartet, dass man das alles schon weiß. Ja, so wie man Vorträge macht, so wie man in einer Gruppe mal einen Bericht abgibt und so weiter. Und letztendlich heißt es immer, ja, in der Schule, macht das mal. Und dann habt ihr es mal gemacht. Aber richtig lernen tut man es dann nicht. Ja, im Wesentlichen aber natürlich, wie gehen wir überhaupt vor? Denken wir mal ein bisschen drüber nach, über den Einzelkämpfer. Im Wesentlichen als Beispiel herauszunehmen, ich setze mich, glaube ich, besser hin. Also, wie immer, man hat erzeugende Programme, ob man Bilder macht oder Folien. Ich nehme mal gerne den Texteditor raus, weil Texteditor, braucht jeder mal. Man erzeugt seine Daten und man legt sie irgendwo ab und dann hat man eine schöne Datei und die hat einen Namen, aber der Name ist nie richtig so gewählt, dass man sagen kann, ah, wir erkennen, das wurde an dem Tag erstellt und es hat eine Versionsnummer und das ist die neue Nummer. Ich glaube, keiner wirklich denkt jedes Mal daran, wenn er eine Datei erstellt, diese Informationen hineinzustecken. Und außerdem werden die Dateien dann nur lang. Angefangen habe ich im Wesentlichen, Dateien zu verwenden als Notizzettel. Also ich habe einen großen Notizzettel, wo ich alles immer wieder mal reinschmeiße. Ich möchte das gerne auch anregen, mach das erst einmal, das ist überhaupt erst einmal ein Anfang. Alles mal irgendwie merken. Am Anfang ist das so ein bisschen, naja, soll ich mir das jetzt aufschreiben? Mach das, denn nach einem Jahr werdet ihr merken, auf einmal, was habe ich vor einem Jahr gemacht? Ah, anhand meiner Notizen sehe ich das. So ein bisschen wie in einem Tagebuch. Aber irgendwann will man die Sachen so gruppieren für sich. Irgendwann zerfällt alles in einzelne Dateien. Wie managt man die?
ganz einfache Sache. Man nimmt sich ein Verzeichnis, schmeißt die Daten hinein und dann wundert man sich natürlich dann, wann habe ich denn was geschrieben? Da waren so Stichworte drin, wie finde ich das Ganze auf? Man sucht nach einem Datum, aber das ist nicht immer so gehit, weil man ändert ja immer wieder an diesen Sachen und das Datum an sich ist nicht immer hilfreichend. Und ich denke, einige von euch wissen, dass man mit einem Suchprogramm in Dateien suchen kann, mit grep. Wer kennt grep? Oh, die Gemeinde. Wer kennt es nicht? Für wen ist das irgendwie? Grep? Genau. Okay, ist ein anderes Wort für suchen. Details später. Ja, bitte kommt zum Realraum am Dienstagabend. Dort gibt es dann mehr Info. Alles nochmal im Detail. Ich versuche hier echt schnell zu sein. Genau, achso, und ich erwähne noch dazu, dahinter, das wollte ich noch erwähnen, ACK, Better Than Grep. Wer kennt das? Ganz hinten, ja. Okay, und der Rest noch nicht. Kommt am Dienstag zum Realraum. Ja, irgendwann kommt dann mal so die Sache, die Anforderung vom Prof oder wie auch immer, von den Kollegen, so schick mir das mal per E-Mail. Weil E-Mail ist das Programm bezüglich, mit dem man Daten zwischen Rechnern austauscht, richtig? Genau. Ja, es gibt noch mehr. Wer kennt FTP? Das ist echt die Gemeinde hier. Also, okay. Ich kann noch schneller sein, oder? Okay. Aber das ist es nicht so der Hit. Also nach dem Motto, ich habe gerade zwei Worte in einem PDF geändert und das ist so 20 Megabyte groß und nochmal eine Datei per 20 Megabyte mal schicken. Das geht heutzutage, da tut nicht jeder meckern, es sei denn, er hat ein Smartphone und eine echt dünne Leitung. Und die freuen sich dann richtig, die Leute sagen dann, my credits are gone, you. Ja. Okay, also es wäre besser, wenn man zumindest Text bei der Nase hat, dass man Diffs macht. Wer kennt Diffs? Was sucht ihr hier? Also Unterschiede, nur die Unterschiede schicken zwischen den Dateien, das ist der Hit an der ganzen Sache. Das bleibt dann hoffentlich auch noch relativ klein. Ja, aber wie immer, die ganze Geschichte, man kann diese Tools benutzen, man kann Diffs erstellen, man kann sie wieder reinpatchen, aber das ist Aufwand. Irgendwann ist man diesen Aufwand echt leid. Und man will ein Tool benutzen, das irgendwie automatisch Backups anlegt und irgendwo abspeichert. Und man will es gar nicht wissen, so, wo es eigentlich ist. Denn niemand interessiert eigentlich Backup, alle wollen nur restore. Richtig? Genau. Wo ist es? Hauptsache wieder da. So. Das ist sozusagen 10 Minuten. Das war das Intro, oh mein Gott, ungefähr. Kommen wir mal dazu, wo tauschen wir eigentlich Daten aus? Es gibt sozusagen Communities, die haben sich geschaffen, um Daten bestimmte Art und Weise auszutauschen. Wir kennen das, glaube ich, alle. Bilder gibt es auch bei Flickr und bei ImageUr und bei tausend anderen. Filme gibt es natürlich auf YouTube und Vimeo, sollte ich mal dazu schreiben irgendwie. Es gibt Vorträge auf Prezi.com und SlideShare und neu für mich SlideBoom, noch gar nicht gesehen. Aber, und es gibt auch noch eins, das ich indirekt ankündigen möchte, von einem Herrn aus Linz, der ausgewandert ist nach Berlin. Und ich hoffe, dass er das bald wieder weiter bastelt, weil das dürfte richtig interessant sein. Und ich hätte es am liebsten schon, dass er jetzt das weiterentwickelt hätte und hier säße, um das vorzuführen. Aber das nur so mal. Und wer heißt? Wie heißt? Ah, darf ich nicht verraten. Ich habe noch keine Freigabe. Und, ja, lassen wir es erstmal dabei. Ich hoffe sehr, dass es kommt. Wenn es kommt, dann gibt es beim nächsten Grazer Liedungstag definitiv einen Vortrag. Da werde ich ihn entführen und herbringen. Genau. So, es gibt auch sehr schöne Sachen eigentlich, ich möchte es erwähnt haben. Wenn man sozusagen nicht nur Daten an sich austauscht, sondern muss ich irgendwann mal treffen, wieder irgendein Event machen. Es gibt Doodle. Doodle kennt auch jeder. Okay. Und wer kennt das Doodle von der TU Dresden? Aha! Guckt euch das mal an, denn da sind ein paar coole Features dabei, ja, die sonst das noch nicht haben. Vielleicht auch nicht haben werden. Vielleicht ist es zu sicher. Sicherheit. Genau, ich kam auf Versionen zu sprechen. Das ist die ganze Geschichte. Immer wieder haben sich die Leute etwas erfunden,
wo man Dateien anschaut, Unterschiede sieht und die wieder zusammenführt. Und es gibt ein paar sehr wichtige solche Tools, nämlich die für die Repositories. Da gab es also Subversion, CVS, Huggies, Mercurial und Git. Und ich bin der Meinung, man sollte bei einem Studium oder was auch immer, oder spätestens wenn man aus der Uni kommt, aus der Schule kommt, diese Dinge lernen, damit umzugehen. Also, erstens mal ein Kurs im Zehnfingertippen, blind, das lohnt sich, ich kann es euch versprechen. Und dann eben auch noch ein Repository-Tool, sollte man kennenlernen. Und damit umgehen und mehrere Leute auf einmal. Also wenn es wieder hier einen Git-Workshop gibt oder so, dann geht's dahin. Ja, Git, das genau, noch ein kleiner Plug dazu. Wir haben ein paar Jungs bei Open Source Press ein Buch darüber geschrieben und das gibt es da unten am Stand. Hoffentlich noch nicht ausverkauft, kann ich zumindest empfehlen. Im Wesentlichen lernt man bei der ganzen Geschichte, sich eine Kopie zu holen, das ist einmal ein Checkout, man ändert die ganze Geschichte und man checkt das dann wieder ein. Vom Handling her läuft es also, dass man sich eine Kopie holt, ändert und wieder zurückschickt. Aber natürlich kann es sein, dass in der Zwischenzeit andere Leute auch was geändert haben und dann muss man das zusammenführen. Das ist ein eigenes Thema für sich, wie man diese Probleme auflöst. Ich empfehle euch einen Workshop, macht das. Ja, am liebsten würde ich das gleiche einfügen, aber Zeit. Genau, und dennoch, obwohl man das lernen muss, wer macht das? Ja, also die allermeisten Leute, die niemand wirklich sieht das bisher, dass man das machen muss. Und das macht man auch nicht in der Schule. Noch nicht, muss sich ändern. Aber irgendwie möchte man es gerne noch automatisiert haben. Also wenn es nur darum geht, was zu ändern, möchte man am liebsten, dass im Hintergrund so ein Dämon da ist und sagt, oh, Änderung, kein Problem, das füge ich ein, ich merke mir das für dich, alles wird gut. Genau. Und dann kommen wir dann auf die Magie zu sprechen bei der ganzen Geschichte, die anscheinend irgendwo da in der Cloud passiert. Da gibt es also irgendwelche Programme, die das irgendwie im Hand haben und es gibt Leute, die damit Geld machen und ihre Miete zahlen, genau solche Services zur Verfügung zu stellen. Und so, jetzt kommen wir jetzt 15 Minuten zu Beispielen. Genau, so. Ich glaube, ein Beispiel hat jeder schon mal gehört, Dropbox, sehr nette Geschichte, ungefähr so, man legt ein Folder, ein Verzeichnis bei sich an und alles, was da reinfällt, der Dämon im Hintergrund schupft das in die Cloud, irgendwo bei Dropbox und dann liegt es da ebenfalls herum. Ja, sehr schön, sehr angenehm, das ist die Grundidee bei der ganzen Geschichte. Dropbox ist definitiv nicht der einzige, der diesen Service anbietet, es gibt auch noch einige mehr. Ich habe es rausgegriffen, weil es vielleicht bekannt ist. Aber eine richtig gute Liste davon zu haben, was es noch gibt, ist wahrscheinlich wichtig. Eins, über das ich neulich gestolpert bin, ist Get. Das ist eine Webseite, das ist ein Domainname tatsächlich. Im Wesentlichen sieht es dann so aus, auf der Hauptseite gibt es so eine Area, drag and drop, take your file, drop it here. Und dann wird es halt übertragen, so ungefähr. Muss ich noch weiter ausprobieren, aber im Wesentlichen die Einfachheit dieser Services ist eben der Hit an der ganzen Geschichte und deswegen will man sich das angeschaut haben und auch mal benutzen. Und hier, bei Benutzen sage ich nicht, Leute, geht nach Hause, ja, und benutzt das mal für euch selbst. Das ist total langweilig. Ja, findet es euch zusammen, tut das mal gemeinsam ausprobieren. So, wie funktioniert das, wie fühlt sich das an, wie lange dauert das, bis da was hochgeschoben ist, wie lange dauert es beim anderen, bis es ankommt, bis ihr das sehen kann. Wir können dort einen Link draufsetzen und den public machen. Wir können diesen Link aber auch irgendwie nur an ein paar Leute vergeben. Und wenn die da auch dann über die Möglichkeit was hochschöpfen können, dann schauen wir mal, was passiert. Ja? Also tut das gemeinsam mal ausprobieren. Dienstag, Realraum, 20 Uhr. Eine Frage? Eine Frage, ja. Dropbox, ich habe keine Ahnung von dieser Art von Programmen. AGB lesen vorher, Lizenz. Oh ja. Also Dinge von Dropbox, weiß ich, das ist mit CIA-Geldern finanziert. Ja, genau. Spooky. Ja, genau, spooky. Also, okay, gute Frage. Wie ist denn das eigentlich bei diesen ganzen Services? Wer ist dahinter? Welche Lizenzen sind da eigentlich? Wie ist die rechtliche Lage?
Ja, habe ich alles nicht im Kopf, aber definitiv lest euch das durch. Es gibt da wesentliche Unterschiede. Auf das Thema möchte ich gleich nochmal kommen. Nach dieser Sektion ist nochmal zwei Worte zu Security. Ja, und ich schiebe das mal ganz kurz darüber. Ich hoffe, dass dann beantwortet ist. Wenn nicht, nochmal bitte daran erinnern. Ja. Gemeinsames Arbeiten kennen wir zum Beispiel auch von ganzen Wiki-Seiten. Wiki-Seiten waren dafür gedacht, so dass man mal schnell was ändern kann, dass man nicht erst zu einem Administrator laufen muss und sich eine Berechtigung holen, dass man dem was hinschickt und er muss es einfügen, sondern jeder kann im Browser die Daten von der Seite ändern. Geniales Konzept, was kommt raus? Wikipedia. Und natürlich noch ein paar andere Geschichten. Und, aber auch hier sehen wir wieder eins, man editiert, man ändert, man checkt was ein und entweder hat jemand anderes, war schneller, oder man hat in dieser Zeit das Editieren für die anderen blockiert. Also entweder sitzt man da und wartet darauf, dass man endlich die Berechtigung zum Ändern bekommt, oder man stellt fest, es gab mittlerweile schon Änderungen und jetzt müssen wir einen Konflikt auflösen. Nun gut. Also, das wäre so ein asynchrones Arbeiten. Ne? Also jeder tut was für sich und wir wissen nicht genau, was die anderen tun und dann schauen wir mal, was passiert. Bei Google Docs, auch großer Service, wer benutzt ihn? Wow, ja. Freilich gezogen. Okay, das ist auch schön. Möchte ich ganz gerne, dass jemand das vorführt. Da ist so viel Zeug drin, das habe ich alles noch nicht benutzt. Aber es ist ein großer Service und wow, viele benutzt. Pastebins. Wer benutzt es? Auch. Okay, Pastebins ist von der Idee her einfach zeigen, ich habe eine URL dazu, genau. Die Idee ist, wir haben einen Text und wir wollen ihn zeigen an alle, entweder read-only oder auch zum Editieren. So, jetzt kommt da was. Genau, mal ein bisschen größer machen hier. Fullscreen. So, das ist ungefähr der Text heute in einer etwas früheren Version von heute Morgen. Und ja, so kann das also aussehen an der ganzen Geschichte. Ich habe ihn hochgeladen, ich habe eine URL dafür und ich brauche dafür sozusagen nicht meinen eigenen Service. Ich habe das nicht installiert, diesen Service, er existiert, man kann ihn frei benutzen. Ich brauche nicht den ganzen Text zu verschicken, ich sende eine URL. Und wer später kommt und ich habe was geändert, der kriegt eben gleich die aktuelle Version zu sehen. Ist doch schön. Ja? Natürlich kann jeder seinen eigenen Rechner in einem Rechenzentrum mieten und das alles selbst installieren, aber ich glaube, da hat nicht jeder Lust drauf. Nicht, wenn er nur einen Text zeigen will. Ja? So, also dieses Ding gibt es. Pastebins.debian.net. Man kann, ja. Das gibt es übrigens auch schon bei GitHub. Das gibt es auch bei GitHub mit dabei, stimmt, genau. Ja, vielen Dank für den Hinweis. Also mittlerweile werden die Sachen hier und da integriert. Die Liste der Sites wird immer größer. Ich präsentiere hier garantiert nicht irgendwie eine vollständige Liste. Es gibt sehr, sehr viel. Es gibt übrigens auch Pastebins, die den Code ausführen und einen ganzen Haufen Compiler dabei haben. Das ist recht praktisch, weil der genau nicht verifiziert wird. Sehr gut. Okay, also nochmal wiederholen für die, die zuhören. Es gibt mittlerweile Pastebins, die das nicht nur anschauen, das füge ich jetzt mal ganz kurz dazu. Man kann nicht nur den reinen Text anschauen, man kann ihn auch in Farbe sehen. Je nachdem, welche Sprache dahinter liegt, kann man auch noch dabei sagen, zeig mir das mal an, das ist hier ein Skript oder das ist ein Python-Skript oder so, was auch immer, kann alles bunt aussehen. Und es gibt Sites, die den Code auch gleich ausführen können. Das heißt, dahinter stehen auch die ganzen Programme, die es ausführen, dann kann man es aber durchchecken. Und ich habe auch schon neulich einen Dings gesehen, wo die Leute halt in einem Workshop jeder ihren eigenen Dings macht und der Lehrer kann einfach mal das, was die da Leute machen, einfach mal ausprobieren, indem man auf den Knopf drückt und sagt, das, was ich gerade sehe, von dem da, ausführen. Mal schauen, ob es läuft. Es gibt da ganz schön wilde Sachen. Aber zurück zum Dings, denn ich will ja noch was zeigen. Also Pastebins ist die eine Sache. Wesentlich an der ganzen Geschichte ist, es kann öffentlich sein, es kann noch eine gewisse Dauer haben, es kann nach einer, 3 Stunden, 24 Stunden auch wieder automatisch verfallen, ja, weil es nur temporär wichtig ist und dann will man das nicht mehr weiter haben, man will es auch nicht öffentlich zur Verfügung stellen, solange.
Hier ist es nicht änderbar bei der ganzen Geschichte und ja, read-only. Aber man sieht auch nicht, was andere gerade irgendwie machen, wenn sie eine Kopie nehmen. Bei den nächsten Geschichten sind Pads. Und das, da wird es richtig spannend. Das wollte ich euch heute mindestens zeigen. Ein Etherpad zum Beispiel. Ich habe die URL nicht drin. Dang. Bei den Pads ist es möglich, dass nicht nur einer schreibt, sondern mehrere. Das ist wie ein Chat, wo jeder einen Cursor bekommt und dann haut es rein in den Text. Jeder Cursor ist eine andere Farbe. Man kann also anhand der Farbe, die im Hintergrund ist, sehen, wer das geändert hat. Und das will ich euch gleich nochmal zeigen. Genau, kommt gleich. Dann sozusagen, wenn ich hier mit durch bin, muss ich noch die URL raussuchen. Wichtig ist mir eigentlich eins, darauf hinzuweisen, dass ihr auf etwas achten sollt. Ja? Es gibt einige von diesen Tools, wo man die Daten sozusagen nicht nur zwischen PC und der Cloud irgendwo ablegt, sondern dass man das ganze Zeug auch sehen kann auf anderen Devices. Also, ich sag mal, die proprietäre Version, die nicht so proprietäre Version. Es ist cool, wenn man sozusagen diese ganzen Snippet oder größere Texte auch auf anderen Geräten sehen kann. Ja? Denn, also ganz ehrlich, auf solchen Geräten richtig tippen tue ich nicht gern. Dazu brauche ich eine richtige Tastatur. Ah, und ein kleiner Plug an den Herrn dort hinten links. Steh mal auf. Genau. Der Mann macht nachher noch einen Vortrag über, ich sage mal, Brotkasten dazu. Man nehme eine Tastatur und stecke einen Rechner hinein. Okay, ihr erinnert euch, C64? Heute mittlerweile, die Rechner haben eine Power und irgendetwas, sind super klein, die kann man in die Tastatur reinpacken und dann hat man wieder so eine Geschichte. Man trägt seine richtige Tastatur durch die Gegend, aber Rechner steckt drin. Vortrag nachher um 17 Uhr im HS4. Genau. Ja, die andere Sache, auf die ihr achten solltet, sind Cross-Platform-Tools. Es gibt einige Tools, die nicht nur auf einem Betriebssystem existieren, sondern möglichst auch mehreren oder vielen oder allen. Achtet darauf, wenn ihr diese Dinge lernt, dann könnt ihr euer Wissen mitnehmen. Wenn ihr Betriebssystem wechselt, dann müsst ihr nicht alles neu lernen. Ja? Also Firefox als Beispiel oder so. So. 25 Minuten. Vielleicht habe ich sogar heute mal richtig Zeit zu diskutieren. Das wäre cool. Okay. Wie immer stellt sich die Frage bei den ganzen Sachen, ich tue meine Daten da rausgeben, die werden ganz sicher gespeichert, aber was bedeutet das eigentlich? Ja? Wer schaut da eigentlich zu? Haben die eine Berechtigung, wenn sie meine Daten speichern, dass sie da auch hineingucken können? Also, das spricht nochmal den Hinweis hier eben an, sozusagen, wenn ich auf Dropbox oder was auch immer was hochschiebe, dürfen die da einfach hineinschauen. Darf ein Administrator das? Oder kommt jemand von der Regierung und sagt, wir sind doch lieb, wir dürfen doch bestimmt mal gucken, oder? Das ist alles zu eurer Sicherheit. Ihr solltet das bedenken, je nachdem, wo der Rechner steht, auf dem ihr eure Daten lagert, gibt es andere Bestimmungen. Und da darf man eventuell so reingucken und es ist alles gut, bis jemand vor der Tür steht und sagt, wir haben da was gelesen von dir, das gefällt uns nicht. So, im Zweifelsfall, ich nenne das Digital Self-Defense, sollte man darüber lernen, zu verschlüsseln. Vor 20 Jahren hat uns jemand ein Tool gegeben, PGP, mittlerweile heißt das GPG, aus verschiedenen Gründen, auch die Lizenz. Und man sollte man lernen. Jetzt gebe ich eine Rückwärtsreferenz. Gerade vorher in der Stunde gab es eben den Intro zum GPG-Tool. Gerade vorbei, aber gibt es dann hoffentlich als Aufnahme. Aber gibt es demnächst auch zum Lernen hier im, nicht Sektor, wie heißt es? Spektral. Im Spektral, genau. Kommen wir gleich nochmal zu, habe ich gleich noch was drin. Ich empfehle euch dorthin zu gehen, ich empfehle euch zu lernen, wie man mit Kryptografie umgeht, also entschlüsseln und verschlüsseln und auch versenden, im Zweifelsfall immer verschlüsseln. Ja? Das ist eine gute Sache, würde ich auch gerne schon in der Schule sehen. Ja, der Verweis, den ich hier hinten habe, Mega Upload, also der große Service, der gerade gestartet ist, deren Grundidee ist, finde ich sogar sehr richtig, wir speichern nicht eure Daten, sondern nur eure verschlüsselten Daten. Also bevor ihr das hochladet und ihr macht das über den Browser, dann gibt es ein Plugin und das verschlüsselt das einfach
was wir speichern, ist verschlüsselt. Wir haben euren Schlüssel nicht. Und jedenfalls finde ich eine geniale Sache, denn wenn die Regierung kommt und sagt, wir müssen nochmal reinschauen, dann sagt der Hoster, ja, dann schaut, hier kriegt es eine Kopie, versucht es mal zu entschlüsseln. Ja? Viel Spaß dabei. Finde ich genau richtig, die Methode sollte man eigentlich immer machen. Da gibt es zwei Meldungen, eine erst mal zu hinten. Ja? Ja, die Frage ist, wie vertrauenswürdig jemand wie Kim.com ist. Gibt es Backdoors? Das ist die übliche Frage. Die muss man sich immer stellen und weiß man nicht. Aber es ist zu hoffen, wenn ihr selber wisst, wie ihr verschlüsselt, dann könnt ihr es hochladen und dann haben die da trotzdem ein Problem. Also wenn ihr nicht die Verschlüsselung aus dem Plugin nehmt, sondern eure eigene Verschlüsselung, das sollte eigentlich funktionieren. Aber immer skeptisch bleiben. Ja, ja, das ist schon richtig. Nur weil man nicht paranoid ist, ja, heißt das nicht, dass sie nicht dahinter einem her sind. Genau. Ja, und letztendlich natürlich, achso, die zweite Meldung, oder? Gehört dazu, ein Hinweis zu den Tierschützern, da war ja der große Vorwurf, dass sie Verschlüsselung eingesetzt haben. Oh ja. Ja, also muss man auch sagen. Nicht? Das ist auch eine ganz komische Geschichte. Ja, hier in Österreich gab es irgendwelche Tierschützer, die terroristisch geschützt haben, irgendwelche Tiere. Und die haben deren ja, Hasenfuß war anscheinend die Verschlüsselung an sich. So, jeder, der aber Secure Banking macht, muss das über Verschlüsselung machen. Also im Zweifelsfall seid ihr alle fällig. Das Witzige war in dem Prozess, dass das BVD ja auch verschlüsselt hat und dann DA Terrorismus ja, das ist ein bisschen komisch, dass man sozusagen auf der Regierungsseite verschlüsselt, aber die dürfen das, weil die sind die Guten, gell? Holt euch einen Regierungsjob. Ja, ich, das ist immer sehr seltsam. Das ist dieser Widerspruch zwischen, wir bieten sicheres Verschlüsselung an, weil wir sicher sein müssen, wir sind eine Bank. Und sobald jemand das einfach selber benutzt und keine Bank ist, das ist auf einmal nicht mehr okay. Wir müssen darüber echt in der Gesellschaft mal ein bisschen nachdenken. Letztendlich, wenn man Sachen irgendwo hin und her lädt, man vertraut den Leuten nicht, bleibt die Lösung eine Own-Cloud. Naja, das ist wieder so die Sache, wir haben unseren eigenen Rechner, wir haben unsere eigene Verschlüsselung. Hot 13 ist nicht sicher, ja? Kind tut es nicht. Aber die eigene Lösung ist natürlich sozusagen auch, kostet viel Zeit. Und wenn man das selber macht und selber hostet, dann hat man ein Hobby dazu gewonnen. Und wenn es nicht funktioniert, kann man nur in den Spiegel schauen und sagen, ja, mach was. Aber das ist so eine Geschichte. OwnCloud ist glaube ich mittlerweile ein Produkt und man könnte das benutzen und installieren. Das soll einfach funktionieren. Aber ein Freund von mir war gerade am Ranten, da geht gerade einiges schief. Ich hoffe, das wird alles gefixt und man kann es dann wieder einfach benutzen. Mehr Aussagen kann ich dazu gar nicht machen. Ich habe es nicht im Einsatz. Bei mir ist es so, dass ich meinen Leuten vom Verein traue, wo ich meine Daten habe. Und ja, wenn das nicht mehr geht, habe ich mal Ihnen eine E-Mail geschickt. Was kann ich denn tun, wenn ich euch nicht vertrauen darf, weil die Regierung kommt? Dann gab es eine E-Mail und es hieß, du hast vier Möglichkeiten. Du kannst eben das Ganze verschlüsseln, einen großen Container. Du kannst jede einzelne Mail, jede einzelne Datei verschlüsseln. Und noch zwei andere Sachen, I forget. Jedenfalls fand ich das schon mal eine schöne Antwort von den Jungs nach dem Motto, wenn du uns nicht vertrauen magst, wir haben die Tools dir schon vorinstalliert. Gibt es einen Backdoor? Weiß ich nicht. Gut. Okay, ich werde euch noch den Link raussuchen, um zu zeigen, was mir da ganz wichtig ist. Bevor ich aber nachher in Zeitbedrängnis komme, möchte ich sozusagen das Outro machen, ja, das Ende. Und ja. Aber heute bleibt noch dafür das Beispiel über das Pad. Ich, wer das noch nicht gesehen hat, ich finde das ganz wichtig, dass man sieht. Nochmal nach oben damit. Ja, noch eine Nebenbemerkung. Irgendwie muss ich, glaube ich, diesen Titel Kollaboration vielleicht erklären. Also es war erst einmal, ja, netter Titel, aber es klingt so negativ, gell? Kollaboration, das hat immer mit Politik zu tun. Es hat einen echt schlechten Beigeschmack, die ganze Angelegenheit. Aus der Geschichte des 20. Jahrhunderts und auch anderes. Aber im Zweifelsfall wird euch aus euch allen mit einer Zusammenarbeit von der Regierung gesagt, das war eine Kollaboration. Warum? Weil ihr Verschlüsselung benutzt habt. Oder was auch immer.
Also die Grenze zwischen, wir machen einfach mal was zusammen und, oh, das sind die Bösen, die da zusammenarbeiten, die auf einem Haufen sitzen, ist so ein bisschen fließend, ja. Und man weiß immer nicht, wenn jemand verschlüsselt, so hat er was zu verstecken. Ich sage immer, ja, meine Privatsphäre. Punkt. Und ich finde, das sollte die Antwort sein, auch von euch, wenn jemand sagt, ja, so verstecken, ja, das, was mir privat ist. Ende der Diskussion. Wo kann man das Ganze lernen? Ja, Digital Defense, Verschlüsselung, zum Beispiel eine Crypto-Party. Crypto-Party ist so hervorragend, nein, ich mache jetzt keine Geschichte draus. Crypto-Party ist ein Zusammenkommen, wo man eben über Verschlüsselung lernt. In Programmen, in verschiedenen Dingen, überhaupt, wie fühlt sich das an, Programme mal ausprobieren. Und da gibt es wieder zwei, jetzt hier in Österreich, demnächst gleich im MetaLab am nächsten Montag, übernächsten Montag, am 29. April am Abend und hier in Graz im Spektral am 25. Mai, am Samstag. Ich empfehle euch, geht dahin, auch wenn ihr meint, schon alles zu wissen, denn es ist super, wenn ein paar Leute da, die schon ein bisschen Vorahnung haben und den anderen helfen können. Ja, bitte arbeitet zusammen, helft den anderen. Für heute, genau, der Vortrag über GNUPG ist schon vorbei, aber ich weise hin, gleich hier im Anschluss, glaube ich, in diesem Raum, ich hoffe, es stimmt, gibt es einen Vortrag über SSH, also Secure. Da sitzt er, steh auf! Genau, da gibt es gleich den Vortrag. Genau. Ich bin sehr gespannt drauf, das kann SSH auch. Ich weiß, da gibt es noch eine ganze Menge mehr Zeugs. Übrigens auch bei GPG, da sind Sachen drin, so Smart. Ich brauche noch Slides. Achso, okay. Stimmt, ja. Ja, es gibt eine ganze Menge Zeugs, was man damit noch machen kann. Tunneln und so weiter. Durchreichen, pipapo. Ich hoffe, das kommt alles und wahrscheinlich kommt noch einiges, was ich selber noch nicht kenne. Also ich freue mich auf den Vortrag. GNUPG kann auf Smartcards zugreifen. Gibt es also auch noch parallel einen Vortrag, da müsst ihr euch jetzt entscheiden. Ja, je nachdem. Und auch mit Verschlüsselung hat das letztendlich zu tun, oder zumindest mit Hashes, ist Bitcoin. Bitcoin gehört? Ja, genau. Hat jemand schon von anderen Digital Cash gehört? Ah, da, okay, Litecoin, genau. Ich habe vor 20 Jahren das erste Mal von gehört und der Mensch, der das gemacht hat, hat dann letztendlich gesagt, die Banken wollen es nicht. Warum? Die wollen, der Traum jedes Banker liegt eigentlich darin, dass er sagt, er will wissen, von wem das Geld geht, zu wem es geht und warum. Was ist der Verwendungszweck? Diese Daten wollen sie alle haben und wenn wir das nicht machen können, sind wir nicht interessiert. Deswegen gibt es wahrscheinlich heute noch so ein bisschen... Ja, da machen Leute böse Dinge, weil wir nicht wissen, was sie tun. Und es gibt sehr viel Gegendings, aber ich bin ziemlich sicher, Bitcoin wird auch unsere Kinder noch interessieren und Enkel und so weiter, das soll alles im Kommen. Das könnte die Welt echt revolutionieren. Ja? Vielleicht, wer weiß, vielleicht in 10 Jahren wird langsam angedacht, dass man Cash irgendwie verbietet, weil es ist ja anonym. Irgendwie. Da kann jemand irgendwas kaufen und sagt nicht wofür. Gut, um 18:30 Uhr dann die Key-Signing-Party. Wer hat noch nicht bei einer Key-Signing-Party mitgemacht? Dann wird es aber Zeit. Genau. Passiert immer mal so ein bisschen. Ich hoffe, passiert vielleicht auch im Spektral demnächst mal. Oder eben, wer es mal ausprobieren möchte und noch keinen Key hat, Dienstag, 20 Uhr, wäre Albach. So. Darf ich kurz? Ja? Schenken als Plug machen. Um 16 Uhr gibt es noch meinen Vortrag. Das geht zwar nicht in Richtung Kollaboration, aber für diejenigen, die ja mal eine gescheite Einzelkämpferlösung suchen, werden um 16 Uhr bei mir erleuchtet. Mit dem Ortmund? Ja, genau. Hörsaal 1. Also. Ja, der Ortmund, Organisationsmod eigentlich von dem Editor mit E. Irgendwas mit E. Ich bin mit E. Also, jetzt muss ich ja leider sagen, ja, ich mag meinen Editor, aber dieser Orkmund ist wirklich Ork. Und für Wim wird das weiter auch mitentwickelt und die ziehen danach, aber die sind noch lange nicht so weit.
und den Galhard von Wim nach E-Mail. Dieser Editor mit E rübergezogen und ich glaube, er hat eine ganze Menge Gründe zu zeigen, warum. Also ich empfehle euch das. Ja, schaut euch das mal an. Um 16 Uhr. In welchem? Eins unten. Im Einser. Gut. Ja, letztendlich gibt es dann auch noch ein paar Vorträge bezüglich der Open Data, Free Software, Netzneutralität, die ich euch ans Herz lege, weil das wichtige Themen sind. Aber dann müsste ich jetzt das ganze Programm wieder zeigen, also sprechen wir das. Und falls ich es noch nicht erwähnt haben sollte, Dienstag, 20 Uhr real, aber bitte kommt mal vorbei, stellt Fragen, bringt eure Kisten mit, lasst uns ein bisschen lernen. Das ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Da ist noch Frage, Mario, ja? Ja, eine Anmerkung zu dem eigentlichen Thema. Mhm. Und zwar so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Das ist jetzt zwar leider ein bisschen negativ Info, aber ich muss sie trotzdem loswerden. Ja. Aus meiner Sicht, sprich aus der Sicht eines Benutzers mit starker Sehbehinderung bzw. Blindheit, ist die Kollaboration mit anderen Leuten, seit die Webtools so 2.0 worden sind, eigentlich nur schwieriger geworden. Also beispielsweise die GitHub-Frontpage ist vollkommen unbedienbar für mich. Ich kann eigentlich nur den Git-Client-Server nutzen. Und so Dinge wie Google Docs sind vollkommen unbenutzbar. Das bringt zum Beispiel eine Freundin in die Situation, dass sie in einer Baugruppe ist und jetzt die alle Dokumente austauschen und sie dort einfach nicht mehr mitmachen kann. Richtig. Also ich gebe zu bedenken, dass bei dem ganzen Hype rundum, es ist alles wunderbar interaktiv. Gobi ist auch so ein Beispiel, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Und auf der DevConf letztens war es für mich ein echtes Problem, weil alle mit dem Gobi angefangen haben zu arbeiten und ich kann damit nichts anfangen. Also ja, ich wiederhole es nochmal für... dass man da leider in diesem Hype derzeit die Barrierefreiheit vergisst. Richtig. Das ja, ist gut. So. Ja, okay. Nochmal Bestätigung von vorn, genau. Also Mario, der im Publikum sitzt, ist blind und hat aber schon eine ganze Menge Zeugs gemacht und er macht die Bemerkung, die ja, Accessibility zu den ganzen Tools ist leider nicht gegeben. Also es gibt noch ein großes, weites, leeres Feld, in dem es noch viel zu tun gibt. Diese ganzen Web 2.0 Tools sind da nicht sichtbar für die Braillezeile und ähnliche Tools und hilft ihm leider nicht. Also ich würde mich ebenfalls auch darüber freuen, wenn Leute daran arbeiten würden. Ich wüsste jetzt nichts zu nennen, außer eine Sache, über die ich gerade gestolpert bin. Es gibt für Textpads eine Art, wie soll ich sagen, Angucker oder Synchronisation für den Vim. Und ich weiß nicht, ob das wirklich nur auf Vim ist. Ich habe es mir halt noch nicht angeguckt. Ich habe es kurz gesehen irgendwo. Es wird auch bei Emacs dann gehalten. Es wird auch für den anderen Editor. Alles, was da Vim kann, kann bei Emacs schon ein. Das habe ich nicht gehört. So. Ja, okay. Ich bin noch 40 Minuten. Ich habe noch 5 Minuten, um was zu zeigen. Das möchte ich euch ans Herz legen. Generell gilt, ich möchte Feedback haben, bitte schreibt mir was an grt13@gukis.net und es gibt auch im Pentabarf eine Feedback-Funktion, das interessiert natürlich die Organisation, ob das euch was gebracht hat. Generell, um schon mal zu sagen, have fun, ja, bei der ganzen Geschichte. Da hinten noch eine Bemerkung von Martin. Ja? Eine Frage. Eine Frage. Hört am Dienstag findet irgendein Event statt? Findet am Dienstag irgendein Event statt? Ich glaube eine ganze Menge, aber der wichtigste findet im Realraum statt, um 20 Uhr. Vielen Dank. Genau, so, jetzt muss ich mal ganz kurz schauen, ob ich den Dings da finde. Wo habe ich das? Den habe ich irgendwo gerade untergebracht. Hier drin liegen. Ja, das habt ihr nicht gesehen. Bitte schaltet die Kamera aus. Sonst kriege ich Ärger. Aber the server failed. Oh no. Achso. Authenticity muss ich irgendwo noch. Would you like to accept certificate? Na gut. Einmal machen wir das. Passt schon. Okay, hier sehen wir das Pad. Ich mache die Schrift mal ein bisschen größer. So, wie man sieht, kann man also hier editieren, man kann sich dort anmelden, so, dann wäre ich, und könnt jetzt hier reinschreiben, tue ich mal nicht, weil es ist nicht jetzt zu früh und da was rein zu tun, aber ihr seht anhand der Farben, die hier verteilt sind, an den Hintergrundfarben, dass das von verschiedenen Leuten kommt. Und was ich besonders spannend finde, ist hier die Uhrzeit, das gibt den Timeslider. Dann im Timeslider sehen wir, ich roll das mal zurück hier an den Anfang, dieses Pad hat begonnen mit
Hallo? Edit. Haha. Ja. Man kann das loseditieren und hier in diesem Ganzen sehen wir jetzt, wenn wir hier weitergehen, wie sich das Ganze verändert. Und die Versionsnummern zählen halt hoch, weil das automatisch auch übrigens gemacht wird. Man kann direkt auch Versionen abspeichern und einen Namen, weil man das genau so haben will. Und, aber hier in dem Sliden sieht man, wie sich alles ändert. Und da kommen noch ein paar Leute hinzu. Die Leute werden auch als Autoren genannt, sofern sie da drin waren. Und so weiter und so weiter. Und das Schicke an der Sache ist, also es wird auch benutzt, zum Beispiel, wenn man zusammensitzt und eine Sache bespricht, um ein Protokoll zu erstellen. Alle können sich also von dem Rechner auf so ein Pad einloggen, mit hinzuklickern, Namen angeben und mittippen. Und das Schöne ist an dieser ganzen Geschichte, hier kommt man sich vielleicht schon mal in den Weg, aber man sieht zumindest, woran gerade jemand tippt. Es ist voll interaktiv an der ganzen Geschichte. Es ist nicht so wie, man hole sich da mal irgendwas vorher, arbeitet an einer Kopie, man sieht nicht, was die anderen tun. Hier kann man direkt sehen, was die anderen tun. Und ich hoffe sehr, dass das Ganze vielleicht mal angepasst wird an die beiden Editoren, die es da draußen gibt, die wesentlich sind. Und dass man sozusagen in deren, dass man sich dort verbinden kann zu einem Server und gleichzeitig daran tippen kann. Das wäre mein Wunsch, so für die Zukunft. Insbesondere dann, wenn wir das im Terminal haben, haben wir hoffentlich dann auch eine gewisse Accessibility und Readability und Umsetzung für einen Screenreader oder ähnliches. Die Farben, wie man die dann sieht, wie man die dann sichtbar macht, ich bin sehr gespannt darauf. Auf alle Fälle sage ich mal eins, jede Erweiterung für sogenannte behinderte Menschen kann eine wesentliche Erweiterung sein, auch für nicht behinderte Menschen. Es gibt eine ganze Menge Zeugs und jedes Mal, wenn ich auf eine Rampe hochgehe in ein Gebäude, denke ich mir, ja, geile Macht, endlich gibt es das mal und das Ganze möchte ich auch in der Software sehen. Also Leute, es gibt ein großes, weites Feld mit Accessibility für solche Tools. Wenn ihr daran arbeiten würdet, würde ich mich sehr darüber freuen. Wir brauchen tausende Mitarbeiter. Wir brauchen tausende Mitarbeiter, ja, ja. Es ist auch nicht einfach, ja, das muss man auch dazu sagen. Aber ich denke mal, es lohnt sich für uns alle. Genau. Ich glaube, da war das ist 45, glaube ich. Ja. Herzlichen Dank fürs Dabeisein. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich freue mich über Feedback und viel Spaß noch auf dem Linux-Tag.